Ja, S1 am Start, ihr wisst Bescheid, Freunde. Der gute Mark Gebauer. Zeig ihn, Moblox hier am Start, Mustafas hier am Start. Mustafas hier, Mustafas. Der Moblox hat ihn ein Ferrari geschenkt. Die Villa hat sogar noch einen Privatstrand, Freunde. Oder das ist der absolute Wahnsinn. So, meine Freunde, Dubai-Trip Teil 2. Diesmal mit Vertreter von Bulut. Was geht? Bilal Bulut, fast gleich. Bulbul, Abu Bulbul. Auf jeden Fall, Freunde, Dubai-Trip Teil 2, ihr wisst Bescheid. Sollen wir die mitnehmen? Okay, ich nehme euch mit. Silvester! Viele reden von Dubai, Silvester, krass, mal krass. Wir werden heute. Wir geben euch unser Feedback von Dubai, Silvester. Oh. Euch ein Pass mal an. Yo, what's up everybody, what's up? We just landing in Dubai, we are, now we speak in English, you know, we talk in English, you know what I'm saying? We are now here and, wisst Bescheid. Jetzt ist Schluss mit Englisch. Ich weiß nicht, was uns dieses Jahr erwartet jetzt hier in Dubai. Wir wollten eigentlich Silvester hier verbringen auf entspannt. Silvester! Wer weiß, wen wir noch treffen werden, was wir noch erleben werden, wie auch immer, Freunde. Deswegen, seid gespannt. Koffer sind da, ihr wisst Bescheid, Freunde. Ja, Dubai 2019, ihr wisst Bescheid. Freunde, endlich angekommen ins Hotel. Follow me. Ey, warte auf mich, ey. Hör mal, mein Freund, du hast dich hier zu benehmen, ne? Also, wir sind hier in Dubai. The Unit Jones in the house! Ja, das sieht auf jeden Fall sehr angenehm aus. Kann man auf jeden Fall mit leben, ne? Würde ich mal an der Stelle behaupten, ne? Geht so, ne? Also, Freunde, wir checken jetzt ein und dann zeigen wir euch den Rest. Warte mal kurz, du musst ein Ritual, ne? Wenn du in Dubai kommst, weißt du, was ist ein Ritual? Ja, hier. Muss man das machen? Ja, klar. Habibi! Dein Ritual, ne? Lass ihn mal beiseite, dein Ritual. Bruder, mach doch mal vernünftig. Bist du behindert, Alter? Was ist das, Kaffee? Ja, normal. Bruder, ich will noch schlafen. Was für Kaffee, Mann? Wir haben den ganzen Tag nicht geschlafen, die ganze Nacht durchgemacht. Da ist Kaffee. Guck mal, das ist nur ein Schluck. Ja, das ist wie Espresso. Was ein Schluck, nee, Alter? Das ist leichter Kaffee. Das ist Yalla. Koreanische Kaffee. Nimm mal einen Dattel und Guris. Nimm mal einen Dattel. So, Freunde, wir sind jetzt endlich im Hotel angekommen. Ist okay, kann man machen, ne? Bescheid. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung, Alter. Die Sachen, die habt ihr nie mein Leben gesehen. Was ist das hier? Euch geht's gut, ne? Was ist das hier, immer? Bruh. Wir machen das gleiche wie in Deutschland. Ich würde genau das. Wo sind wir gerade hier? Ich laufe hier in den Dubai Mall und sehe einfach den Yunus. Krass, ich habe einfach den Musi getroffen hier in der Dubai Mall. Ja, auf jeden Fall, Freunde. Bisschen shoppen, ne? bisschen Geld verlieren. Ne? Geld haben wir nicht. Wir haben Jobcenter Geld gesammelt, ein ganzes Jahr lang. Dann landen wir in Dubai. Auf Jobcenter sein Kopf. Keine Bilder, nein. Keine Bilder. Kann sein, die Leute dachten, der greift mich an gerade oder so. Guck mal, der hinter dir. Oh. Also, das ist dein Kanal? Das ist mein Kanal. Willkommen in Dubai. Also, warum wartet ihr in der Schlange? Ja, klar. Zeig ihm fertiges Bescheid.
hab nicht mal Geburtstag. Du hast heute Geburtstag. Wenn ich in Dubai bin, hab ich Geburtstag. Ab jetzt jeden Tag sowas. Ich wünsche mir was, obwohl ich keinen Geburtstag habe. Was hat er dir jetzt muss er wissen, was er gewünscht hat. Sag mal, ha? Was hat er dir gewünscht? Darfst du nicht sagen. Egal, du bist in Dubai. Einmal muss die sein. Oh. Einmal muss die sein und Ronaldo die Haare schneiden. Oh. Yo, yo. S1 am Start, ihr wisst Bescheid, Freunde. Wie heißt du auf Instagram? Official_S1. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Soll ich aufstehen? Ey, die warten, Leute. Komm, aufstehen. Mach Kamera aus, Mann. So, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Guten Morgen, der Bilal. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Heute geht es nach, wohin geht es? Heute geht es nach Abu Dhabi. Zur Moschee Sheikh Zayed. Zur Moschee Sheikh Zayed, die bekannteste Moschee, oder was? Ja, es passt. Ja, it is what it is, you know what I'm saying? Okay, wisst Bescheid, Freunde. Wir nehmen euch heute mit, ab zur Moschee. Ich hab dich vorhin aufgenommen, weiß gar nicht, wie du aussahst, ja? Du sahst so. Ja, aber das kann man wieder so ein 21 Mal. Oh mein Gott, so. Oh mein Gott. Ja, aber welche Moschee warst du denn jetzt von den beiden? Weißt du, ob du jetzt in der warst oder auf der anderen warst? Ich kann mich daran erinnern, auf jeden Fall bin ich die selber gefahren. Aber, ich sag mal so, auf jeden Fall konnte man da beten in der Moschee. Aber in irgendeiner weißen Moschee in Abu Dhabi warst du drin, ne? Ey, das ist 3 Jahre her. Bruh. So, und da sehen wir ja schon die Moschee. Wahnsinn. Bilal, du siehst aus wie so ein Gärtner, ich schwöre bei Gott. Oh my God, look at this. Wir haben lange Hosen bekommen, weil wir natürlich nicht in der Moschee reingehen können mit kurzen Hosen. Wie die meisten wissen. Hier der zweite Gärtner. Bruh. Sag mal. Ja, das sieht vernünftig aus, der Herr. Wisst Bescheid, Freunde. Wir gehen jetzt rein. Die zwei Gärtner, holla. Bruh. Die Pflanzen hier, die müssen noch gemacht werden. Bilal, ja. Du hast schon eine Meinung. Guck mal, die Palme da, die geht gar nicht, ne? Wow, mashallah. Sehr schöne Moschee hier. Mashallah, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das ist aber echt wirklich so krass, wie die Leute auch gesagt haben, ne? So, meine Freunde, wir befinden uns jetzt hier in der Moschee drin. Es ist echt wunderschön, es ist unbeschreiblich. Ja, wir wollen auf jeden Fall jetzt gleich auch drin beten und dann machen wir uns auch wieder auf den Weg. Er war bei Stieb langsam, war da mit dabei, wie der geguckt hat gerade. Runde 1 hier, da sitzt Runde 1, Runde 2, gibt es hier, wie viele Runden gibt es hier? Ich glaube 4 oder 3 oder so. Was haben wir denn noch bestellt? Das, irgendwas, was krabbelt, Bruder. Ja, wir haben Hummer bestellt. Kaviar bestellt. Ja, achso, Kaviar? Ja, ne, wir haben Hummus, das war's. Oh my God, this is very special Hummus from Dubai. Bruh. Look at this, oh my God. So listen, look at this, oder das ist Hummer. Mit Mozzarella. Der Hummer hat vorher Garnelen gegessen. Und die sind hier und keine Ahnung. Wie man den? Wer ist das? Das ist Hummer. Abu Antar Hummer heißt der. Bruh. Schlittschuhlaufen in Dubai. Bei 30 Grad. Ein riesen Aquarium in einem Einkaufscenter, Alter, ja? Da ist ein Hai hier, guck mal. Crazy, das ist Dubai, Digga. Dubai ist crazy.
Was hast du da geholt, Junge? Hey, was ist das? Junge, wegen dir. Spasti, Alter, wegen dir. Geil, 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 Bruder, musst du schon, was soll ich sagen, Alter? Ja, was ist denn da drin, sag mal? Du hast mich gezwungen, Bruder. Bruder, was ist denn da drin, Bruder? Dein Louis Vuitton. Oh. Hast mich ärmer gemacht. Aber der ist Millionär geworden. Schon in Dubai Millionär geworden. So, Leute, ich bin gerade hier im Hotel, wollte Haare schneiden. Ich habe gehört, dieser Friseur soll richtig krass sein hier. Da gehe ich erstmal die Haare schneiden. Das ist Silvester. Hey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nein, ist das nicht Musti? Krass. Aber das ist Musti. Musti? Nein. Was machst du denn hier? Arbeiten. Yunus? Bruh. Was machst du denn? Ja, was machst du denn hier? Haare schneiden. Wie, was machst du hier? Haare schneiden. Wonach sieht das aus? Hier in Dubai Haare schneiden? Ja, normal. Was denkst du denn? Denkst du, ich komme hier Silvester Dubai? Bei wem soll ich mein Haar schneiden? Hast du die Sarah, Bruder? Der Musti ist jetzt, der hat meinen Friseur hier aufgemacht. In Dubai. Nein. Guck doch mal diese M. Was meinst du, warum da ein M steht? Wallah. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Wallah, warum sagst du nicht? Gute, Bruder. Fällt dir der Laden? Wallah, der Laden ist Hayat. Guck dir das mal an, ganz Deutschland gibt es nicht mal so einen Laden. Guck mal, Bruder, eigentlich wollte ich Silvester in Deutschland verbringen. Dann ist der Musti nach Dubai geflogen, Business mal Business, dann blieb mir nichts anderes über, als nach Dubai zu kommen, weil ich hier Haare schneiden muss. Also guckt euch das mal an, MM überall, Musti. Haarstudio Sarah in Dubai. Wisst Bescheid, wenn ihr hier seid, einfach Yunus Jones anrufen. Was kostet denn hier in so einem Dubai, weil das ist teuer Dubai, ne? In Dubai fragt man mich nach, was das kostet. In Dubai spielt Geld keine Rolle. Geld spielt keine Rolle hier. Ist Musti für Gucci, good boss or not good boss? Hier ist gut was. Okay. Musti, guck mal hier, genau hier. Zeig mal mit deiner Hand, genau hier, genau. Warte, so. Genau hier. Wisst ihr das? Ist krass. Zeig mal, Bruder. Hier ist krass. Wallah, hier ist krass, Bruder. Nein, dein Hand ist nicht krass, nur die zwei. Das ist krass. Hallo, Freunde, stimmt ab, wie gefällt euch der Haarschnitt? Danke, tschüss. Nee, lasst ein Like da, wenn euch der Haarschnitt gefällt, Freunde. Und gebt dem Musti einen Follow. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Haarschnitt, wirklich. Also ich bin überaus glücklich. Freunde, Silvester drehen die Leute hier durch in Dubai. Da drehen sie alle durch, hör mal. Da werde ich aber verrückt hier. Silvester! So, meine Lieben, das ist mein Silvester-Outfit. Fendi shit, you know what White Black, you know what I'm saying. Ey, wie heißt der Club? Wo feiern wir heute? Irgendwas mit White Atlantis, White Club Beach, you know what I'm saying. Passend zu deinem Outfit, ja? Movlogs am Vloggen. Yo, what's up, bro? This is one of the biggest German comedians on YouTube. Yeah. Subscribe to his channel. Yes. And he understands English. Yeah. Thanks. Yeah, he didn't make it sound good. I understand, but I don't know what I can to this Bescheid. Mein Englisch ist noch nicht so weit, Freunde. Is this English or German with you? I don't know. Es ist halb. Happy New Year from Dubai. We out here, you already know. Yeah, this Bescheid. Peace. Zeig ihn Movlogs hier am Start, ihr wisst Bescheid. It is what it is. Mustafa ist hier am Start. Nur Stars hier, nur Stars. Alles nur Stars hier, soll ich euch sagen. Ich laber dich, gang. So, meine Freunde, wir befinden uns hier gerade im Atlantis Hotel, wo die Silvesterveranstaltung hier stattfindet. Ja, schauen wir uns das Ganze mal näher an, ne? Würde ich mal an der Stelle behaupten, ne? Look at this! Oh my goodness! So sieht der Fuhrpark hier aus, Freunde. Rolzi, Bolzi. Wenn dieser Vlog rauskommt, ist es schon neues Jahr. Also ich wünsche euch alles Gute für 2020. Ein Tipp, das wird euer bestes Jahr. Ihr wisst Bescheid, immer positiv denken, ne? 18. Januar sehen wir uns in Berlin. Bis Sonntag. 18. Januar. Peace.
So, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch bis jetzt gefallen. Das war natürlich nicht alles vom Video. Ich wollte noch nicht alles auf einmal posten, sonst wäre das Video viel zu lang geworden. Am Mittwoch kriegt ihr noch einen weiteren Teil, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Es ist noch sehr, sehr viel passiert, sehr viele lustige Sachen, wie ihr am Trailer gesehen habt. Deswegen, Freunde, bleibt dran, schaltet ein am Mittwoch. Bis dahin, ich küsse eure Augen. Peace out.